Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und jetzt geht es mal um das Thema Facebook und vor allem um eine Sache, die mir irgendwie bisher entgangen ist. Ist jetzt vielleicht noch nicht so, dass diese Hashtags, um die es jetzt in diesem Video geht, schon absolut Facebook geobert haben, aber ich bin mir sicher, dass das nicht mehr lange dauern wird. Man sieht es jetzt immer öfter und ich habe mich jetzt mal ganz kurz damit beschäftigt, um zu schauen, was dahinter steckt. Und ich finde, dass es eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Vor allem, weil man jetzt Facebook irgendwie zum Marketing verwenden möchte oder um Interessenten kennenzulernen oder zu finden. Und da möchte ich Ihnen jetzt Folgendes zeigen. Der Facebook-Hashtag, das funktioniert so. Es gibt so zwei Hauptmöglichkeiten, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Man kann zum Beispiel ein Thema suchen, das einen interessiert und wenn man diesen Hashtag, nach einem Hashtag sucht, hier oben in der Suchleiste, und dann draufklickt, ich zeige Ihnen das jetzt anhand von einem Beispiel. Der Hashtag ist jetzt hier dieses Zeichen und dann schreiben Sie einfach dran, zum Beispiel das Thema Abnehmen. Dann macht Facebook hier die Hashtag-Suche auf. Das ist hier in diesem Fall gleich das erste. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann zeigt mir Facebook alle Leute, die jetzt in letzter Zeit zum Thema Abnehmen etwas gepostet haben und auch einen Hashtag gesetzt haben. Das heißt, hier sehen wir schon ein tolles Bild und einen Artikel, der wahrscheinlich auf eine andere Webseite leiten wird. Hier das nächste war die Kur Berlin. Und Sie sehen, hier überall sind die Hashtags drinnen. Und man kann hier auf jeden Fall entweder, wenn man sich selber bemerkbar machen möchte, gleich einen Kommentar drunter schreiben. Dann kann man das erweitern, indem man auch einen Kommentar drunter schreibt und ein Bild dazu einfügt. Bilder und Videos sind hier immer ausgezeichnet. Also man kann hier Kontakte knüpfen mit Leuten aus seiner eigenen Nische und wer weiß dann, was daraus rauskommt. Also das ist schon mal die Nummer 1 Sache. Das geht eigentlich ja bei vielen Themen schon, wo solche Hashtags verwendet werden. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt wieder auf mein Profil gehe und ich schreibe jetzt hier rein: Ich teste gerade die Facebook und jetzt mache ich Hashtags. Da machen Sie einfach wie zuerst dieses Zeichen hier und was Sie dann dran schreiben, wird als Hashtag markiert. Ich schreibe jetzt, ich teste gerade die Facebook Hashtags, weil ich erst heute davon erfahren habe, bei Strich, dass es diese gibt. So, das ist jetzt mein Post. Das werde ich jetzt posten. Okay, und Sie sehen, das ist jetzt schon markiert und wenn ich jetzt hier wieder auf Hashtags klicke, dann öffnet mir Facebook hier alle, die Hashtag gerade jetzt gehashtagt haben, blöd gesagt. Da sehen wir, haben wir einen Fußballverein, das haben wir hier, dann haben wir, hier ist eine Privatperson. Und ja, man kann sich eben immer zu dem Thema, das man gerade sucht oder haben möchte, einen Hashtag in den Post setzen und dann, ja, dann kann man die Leute suchen und man wird dann auch gefunden, wenn jemand anderer nach diesem Begriff sucht. Also ich finde, das ist vor allem für Marketer eine tolle Sache, vielleicht bei ihren Hauptbegriffen, wenn sie einen Facebook-Post machen, vielleicht immer diesen Hauptbegriff und einen Hashtag setzen. Wenn andere danach suchen, werden sie gefunden und dann noch mit Unterstützung eines Videos unter ihrem Post oder eines Bildes, das auf ihre Webseite führt, kann man hier sicher punkten. Also das war es jetzt ganz kurz zu diesen Hashtags und ich denke, eine tolle Sache. Ja, und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, wie immer, klicken Sie gefällt mir, würde mich sehr freuen und posten Sie mir vor allem Ihren Kommentar drunter, welche Erfahrungen Sie mit Hashtags haben oder ob es hilfreich war. Das würde mich freuen, gerne können Sie es auch teilen auf Social Media und das war's jetzt von mir zu den Facebook Hashtags. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.